Hello and welcome. Hallo und willkommen zu A-Loft, einer Demo. Und ich würde zuerst mal nur auf Englisch reden wollen. Ja, was heißt nur? Für ein paar Minuten. Also, bis gleich in Deutsch dann. Hello. First of all, I would like to thank you to the development studio. They answered almost immediately as I asked if I could do a video at their game. That experience was really great, so thank you for that. I would also like to thank you, Grillmaster, for showing this game to the community of him. So, because of him, I know about the game. So thank you to you, Grillmaster. And now I would like to show that game to my German community. There are only a few people who watch my channel, but maybe that helps. Also, jetzt mal auf Deutsch. Ich habe mich kurz bei den Entwicklern bedankt, weil sie sofort reagiert haben. Also ich habe hingeschrieben, ob ich ein Video machen kann. Und es kam sofort die Antwort, ja natürlich. Und ja, habe dann auch noch gefragt, was man machen kann, um sie zu unterstützen. Es hieß dann, ja, die einzige Art, sie jetzt in dem Stadion zu unterstützen, wäre, das Spiel irgendwie bekannter zu machen. Ich glaube, dass die Entwickler müssten aus Frankreich sein, wie ich das so rauslese, also weil es zwei Sprachen gibt, Deutsch und Französisch. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht weiter über das Entwicklerstudio schlau gemacht. Ich glaube, die haben 6 oder 8 Spiele oder so. Ja, auf jeden Fall, das Spiel heißt A-Loft, wie man es hier sieht. Und es erinnert mich so ein bisschen an Projekt Nomads. Also von ganz früher. Also zumindest von dem, was ich so gesehen habe bisher. Also ein paar Bilder. Ich habe das Spiel zuerst gesehen bei Grillmaster auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal. Und ich habe nur ein paar Sekunden gesehen und dachte, warte mal, das gucke ich mir nicht weiter an, das spiele ich selbst. So, und jetzt total unvoreingenommen, ohne irgendwas zu wissen, spielen wir jetzt dieses Spiel. Es ist eine Demo, also es ist nicht mal im Early Access, es ist sowas von wahnsinnig früh, würde ich behaupten. Glaube ich, so wie es aussieht zumindest. Also es gibt noch kaum Sounds, deswegen gibt es hier momentan auch nichts mehr im Hintergrund. Also es ist noch ziemlich early alles. Nicht wundern, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Ja. Nicht wundern, wenn irgendwas eben wie jetzt gerade keinen Sound gibt oder die Auflösung mal nicht so passt oder so. Auflösung nicht passen, das kann extrem jetzt an mir liegen, weil ich musste das... Folgendes... Ich habe keinen 16:9 Monitor. Mein Monitor ist 16:10. So, deswegen lasse ich eigentlich alle Spiele in Windowed-Modus laufen. Das funktioniert relativ gut. Hier gibt es diese Option Windowed-Modus leider nicht. Deswegen, ja, musste ich jetzt einen Kompromiss eingehen. Bei mir auf dem Monitor sieht scheiße aus, bei euch wird es hoffentlich dann gut aussehen. Eben weil es keinen Windowed-Mode gibt. So. Man kann hier Join-Game machen. Ich glaube, es sind maximal 8 Spieler möglich. Ob das jetzt in der Demo schon möglich ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich gehe einfach mal auf Start-Game, Create New Map und dann schauen wir doch mal, was passiert. Pre-Alpha-Demo. Also, Pre-Alpha, es ist noch bevor irgendwas, also Pre-Alpha, also sowas von Early, earlier geht es ja gar nicht. So, jetzt mal gucken, was können wir denn hier machen? Kommt irgendwer eine Art Tutorial vielleicht oder so? Mal schauen. Ich gehe einfach mal lang und mache hier irgendwas. Also hier, ja, Tab. Ah, okay, interessant. Es gibt kein Charaktererstellungsmenü noch. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Das ist Standardcharakter anscheinend. Sieht sehr cool aus, finde ich. Ah, Epic Up. Okay. Ah, hier. Ah, das hier. Okay, das geht. Das können wir machen.
So, jetzt schreibt er mir hier unten rechts ein Ausrufezeichen. B. Nein, nein, Tab. Tab ist es. Wieso B? Ah, keine Ahnung. So, und jetzt, was kann ich jetzt hier machen? Was ist das hier oben? Tools? Consumables? Resources? Misc. Ah ja, Q und I kann man so durchschalten. Okay, gut. Und jetzt? Es hieß doch gerade hier B irgendwas. At least one construction recipe. Okay. Und wie mache ich das? Okay, also ich kann auf jeden Fall sprinten. Müssen wir mal gucken. Ja gut, hier gibt es nicht so sonderlich viel, habe ich das Gefühl. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ja. Na, da vorne geht. Oh. Da komme ich aber rüber. Okay. Was ist denn das hier? Ah, jetzt. Ich kann es nicht lesen bei mir. Your most valuable resource creativity was truly limitless. Learn. Oh, ich muss E gedrückt halten. Okay, learn. Workbench. Also, die Sache. Das würde mich jetzt eher an World's Adrift erinnern. Wovon es ja auch schon einen Versuch gibt, das wieder ins Leben zu rufen. Und zwar Void's Adrift. Wenn ihr mal gucken wollt, einfach mal suchen nach Void's Adrift. Da sind die Entwickler auch super, super nett. Ich habe mit denen auch schon gesprochen, beziehungsweise geschrieben. Bin da im Discord bei denen. Hab auch schon da die super Early Demo auf dem Computer. Was heißt Demo? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Key dafür. So. Und einfach mal nett fragen. Vielleicht könnt ihr auch mal einen Blick reinwerfen und so. Okay, jetzt können wir Tab machen. Da unten und dann auch B. So, und jetzt steht hier was. Okay, gut. Ich dachte mir doch. B war doch das Crafting-Menü. Stand doch nämlich da. So. Und jetzt können wir hier mit E irgendwas machen. Items marked with an question mark are ingredients for a new recipe. Okay, alles klar. Also Sachen, die ein Fragezeichen dran haben, die sind Zutaten für ein neues Rezept. Und jetzt? Ah! Was? Hat das jetzt? Nein. Ah! Draufbleiben. Ah! Okay, ja, machen wir doch mal zwei, drei davon vielleicht. Vielleicht können wir ja dann. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein neues. Ja, genau. Perfekt. Dass man mit Holz und Holz nichts machen kann, wundert mich ein bisschen. Was ging jetzt hier? Ach so. Ah, Geider. Perfekt. So. Stimmt, er das hier rechts angezeigt. Geider Tier 1. Den haben wir doch schon. Warte mal. Tab. Artificial Wings that allow the user to fly in island to island. Can be deployed while its user is in the air. Okay, Tier 1. Ja, ich habe aber keine. Ah, hier unten sieht man schon, da kommt das hin. Aber ich habe keine Dingens. Ich habe dafür keinen Key gefunden. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Vielleicht, wenn ich hier mal. Ja, ich war jetzt doch schon in der Luft, denke ich mal, oder? Oder war ich nicht in der Luft? Wir versuchen es nochmal. Mit ein bisschen Anlauf vielleicht. Also die.
Okay, die Wings scheinen gerade sich. Also, ich habe es auf jeden Fall im Schatten gesehen, oder? Warte mal. Oder sah das nur so aus? Weiß nicht. Okay, ich habe es im Schatten, glaube ich, doch nicht gesehen. Kann ich das wieder mitnehmen? Ich glaube nicht. Okay, schade. Ja. Weil ich keinen Key habe. Ich wüsste auch nicht. Also, war Tab eigentlich den Dingens zu sehen? Warte mal. Controls. Keybindings. Move, Run, Jump, Crouch, Interact, Tools, Pen, Block. Ah, man kann blocken. Okay, also es gibt irgendwelche Gegner? Vielleicht? Bildmenü B, Inventory, Konsole F11. Ja, gut, Konsole will ich jetzt eigentlich nicht hin. Also es gibt keinen Key fürs Fliegen. Das ist interessant. Alles klar. Und tschüss. Oh! Ah, Space. Wie kann ich steuern? Ach so. Ah, nach hinten geht's nach oben. Ah ja. Puh. Okay. Und jetzt, wie komme ich da wieder? Wie kann ich da. Okay, also das Fliegen ist. Oh. Hat sich voll den Schädel angehauen beim Fliegen, ne? Oder sie. Ist so eine sie, oder? Ja, sieht ein bisschen nach sie aus. Finde ich schon. Bisschen sehr. Aber sieht gut aus. Gefällt mir voll. Ah. Okay, eine Art Steinkreis. Interessant, aber nichts für uns, wie es aussieht. Ich nehme hier natürlich mal was mit, weil. Warte mal, tap, irgendwas Neues. Ah ja, Steine. Ja. Ich sammle erstmal, ne? Ich sammle erstmal. Genau, stimmt ja. Mit jedem neuen Item können wir da neue Sachen erlernen, so wie ich das gerade verstanden habe. Und. Okay. Also ich glaube, der Gleiter hier geht endlos weit. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt gerade kam die Meldung, weil ich weit genug nach unten gefallen bin, dass man Space drücken kann, um zu fliegen. Also man muss weit nach unten fliegen, dann kann man Space drücken, dann kann man fliegen. Okay, alles klar. Okay, muss man wissen. Wenn man es nicht weiß, dann ist man in Dip. So. Oh, gibt es hier viel? Ist ja Wahnsinn. Oh, hier. Es scheint keinen Fall Damage zu geben, was erstmal eigentlich gut ist für. Was kann ich da? Da stand doch gerade was. Whatever. So. Nix. Haben wir das jetzt durch schon? Ist die Insel schon leergeräumt? Irgendwas zu finden gibt es hier aber nicht, oder? Warte mal, da unten. Auf jeden Fall gibt es einen Island Creator auch. Oh, cool. Kann ich da reinfliegen? Auf jeden Fall gibt es auch einen Island Creator, wie das auch bei Dingens der Fall war. Okay, also ich kann da nicht reinfliegen. Okay. Wie das auch bei. Wie weit. Also, so steil kann ich nach oben fliegen, mehr nicht. Okay, gut. Okay, aber man sieht null hier oben. Ah, da hinten ist meine Workbench. Da fliege ich doch mal hin. Wie lang kann ich. Ach so, begrenzt. Okay, gut. Volle keine Sturzlandung hier. Und wo ist jetzt meine Workbench? Steht die hier irgendwo? Die steht weiter unten. Die steht auf der anderen Insel, oder? Die steht doch auf der anderen Insel. Steht doch hier. Wieso ist da hinten dann dieser Home-Dingens? Hier ist doch meine Workbench. So, dann mal gucken. Stonehammer. Okay. Sharp Stone. Auch mal ein paar.
So, das hier, das hier, das hier. Stone Pickaxe. Okay. Stone Sickle, aha. Stone Axe. Ah, ich glaube, damit können wir dann Bäume fällen. Haben wir noch was? Nö, das war's. Okay, gut, dann war's das. B. Ah, neue Sachen. Okay, wir haben jetzt neue Sachen dazu bekommen. Wahrscheinlich, weil wir den Hammer gecraftet haben, oder? Wir haben ja nichts Neues gefunden. Ich dachte, man bekommt die Rezepte nur, wenn man was Neues findet. Aber wir können jetzt irgendwie eine Art. Okay, also die Wände sind aber hier drin, nicht hier. Das ist ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, was das für einen Hintergrund hat. Und Roof. Ah, okay. Es sah erstmal aus wie Graswiese oder so, wie man es von Raft kennt. Okay, interessant. Und da ist nichts. Okay. Okay, ich verstehe nicht ganz, was das für Zeichen sind oder für was die sind. Ich glaube, das wissen die Entwickler selber noch nicht, wie ich es so sehe. Okay. Da blinkt es überall. Warte mal, irgendwas ist noch unter Tab gewesen anscheinend. Warte mal, lass mal gucken. Tab. Jetzt. Was ist da jetzt noch? Also ich meine, klar, ich kann jetzt die Tools mal hier, ne? Da können wir doch gleich mal gucken, gleich mal ausprobieren. Wenn man hier sowas. Okay, wenn ich lange gedrückt halte. Ah ja. Okay. Dann holt er nur aus und wenn ich den auslasse, dann haut er. Okay. Oder haut sie. So. Ah ja. Interessant. Cool. Cool. Okay. Da vorne sind nochmal Inseln. Da fliegen wir hin, weil ich meine, was soll passieren? Und zur Not bauen wir eine neue Crafting Bench. So, lass mal los. Nicht wundern, also ich kann nicht durchgehend boosten, das ist schade. Das hört immer wieder auf. Könnte man hier brauchen. So. Oh, da ist Wasser, das ist ja cool. Ich glaube. Oh. Das kann man trinken. Okay. Okay. Hydrated. Okay. Gut. Da ist Moos am Baum. Wenn ich diesen Baum fälle, bekomme ich dann das Moos? Mal schauen. Es sieht nicht danach aus, weil das Moos ist jetzt verschwunden. Okay, es sieht nicht danach aus, nein. Okay, schade. Aber ich bekomme haufenweise Holz bei dem großen Baum. Das ist ein bisschen cool. Okay. Ah ja, okay, also ich muss das richtige Werkzeug auswählen. Dann kann ich hier den Stein. Warte mal, will ich hier den Stein abhauen? Oder will ich. Ja. Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, komm, den großen machen wir weg. Ah ja. Drei Steinchen. Oh, okay, das ist nicht viel. Okay, schade. Lass mal gucken. Gibt es hier irgendwie was zu entdecken? Also. Okay. Ist mein Inventar voll oder warum kann ich das nicht mitnehmen? Nee, ich war nur zu dumm. Oder so, keine Ahnung. Weiß nicht. Okay. Ja, ich. Oh, hier! Neither earth provided that from which we thrived. Mother Earth, nicht neither. Oh, ich kann das so schlecht lesen. Das ist. Oh. Weil das bei mir so verwaschen ist. Sawmill. Aha. Eine. S oh. Aha. Weißt du was?
Ich glaube, ich will eher hier hin. Hier sieht so natürlicher aus wie da hinten. Ja, hier kommen im Schatten von dem großen Ding hier. Machen wir mal eine neue. Oh, ich kann das drehen. Ja, ich kann das drehen. Cool, okay. Ach so, nee. Ich dachte, wenn ich das nehme, dann kann ich das direkt bauen. Ich muss mir das tatsächlich merken, wie man es baut. Das ist sehr interessant. Okay, alles klar. Das ist ein bisschen. Ja, ich hätte mir jetzt erhofft, dass wenn ich nichts davon habe und ich drücke da drauf, dass er automatisch dann das Rezept da oben reinschiebt. Oder vielleicht kann man irgendwie mit. Nee, mit STRG vielleicht? Oder mit Alt? Ah, schade. Wäre cool, wenn man eine Taste drückt oder so, dass man dann, wenn man das Rezept ja kennt, sozusagen, einfach. Oh, warte mal. Aha. Alles klar, okay, ich sag nichts. Ich sag nichts mehr. Alles gut. Funktioniert. Soweit haben die Entwickler also schon gedacht. Gut. Ich glaube, Crafting-Sachen werde ich ja wahrscheinlich hier dann mehr brauchen. Ne? Warte mal, kann man das vielleicht. Da ist eine Handkurbel. Und das rechts, weiß ich nicht, irgendein Hebel oder irgendwas. Ich stelle das mal. Kann ich. Wie nahe kann ich das da heranstellen? Wie kann ich das. Ich will das mal ausprobieren. Also es sieht zwar scheiße aus. Nein, ich. Nein. Ich stelle es dahin. So, ich will es nicht ausprobieren. Ich möchte es ausprobieren. Vielleicht auf einer anderen Insel oder so. Mal gucken. Okay. Ah ja, hier steht was. Ah, ich möchte aber nicht alles. Kann ich das irgendwie teilen? Ah. Okay, und jetzt hold E to you. Ja. Ah ja, okay. Ich brauche es nicht die ganze Zeit halten, nur kurzzeitig. Dann macht er was. Ah ja, und dann macht er auch weiter. Okay, alles klar. Gut, dann holen wir uns mal ein paar Bretter. Das dauert jetzt. Oh Mann. So, ich kann mich auch nicht umsehen in der Zeit. Also ich kann nicht rundherum gucken. E habe ich jetzt gedrückt. Da hat er aufgehört. Okay, ich nehm mal die vier mit. Okay, es ist keine Crafting Resource. Tab soll ich drücken, meinte er. Hier. Planks are cut and straightened to make for a great and lightweight building material. Okay, es ist irgendein Building Material. Also man kann irgendwas bauen damit. B. Können wir denn irgendwas Neues jetzt bauen? Nee, sehe ich nicht. Okay, wie auch immer. Ich trinke nochmal einen Schluck vielleicht. Ah ja, okay. Bringt nichts. Alles klar. Okay, dann habe ich direkt nebenan was gesehen und zwar da. Oh, das sieht auch interessant aus. Ach nee, das ist nur die Wolke, ne? Sieht aber trotzdem auch interessant aus. Ich hoffe, ich finde hier wieder hin. Oder ist der Home Marker jetzt eigentlich hier oder ist er noch da hinten irgendwo? Also mal gucken. Ich springe hier einfach mal runter. Ah, der Home Marker ist noch da hinten. Okay, ich fliege mal hier in den Sumpf. Oh, das sieht interessant aus. Huch! Was bist du? Aua. Also hier gibt es noch keinen Sound anscheinend. Müssen wir uns den Sound denken oder selber machen. Da sind noch mehr. Ein Glück ist. Oh, ouch. Ah, okay. Interessant. Aber es sieht cool aus. Also ich mag die Monster jetzt schon. Die sehen ja richtig cool aus. Also, okay. Okay. Gut, mit der Sichel weiß ich noch nicht, was man machen kann. Kann man hier vielleicht irgendwas. Also, außer jetzt. Ah, ich bin. Mist. Okay. Was bist denn du?
Okay. Also hier steht ja überall dran, welches Tool man braucht. Oh, das ist wieder so ein Stein. Ich dachte, das ist ein anderer. Destroy the Nodes. Destroy the Nodes to clean the island. Okay, welche Nodes? Na, das hier vielleicht tatsächlich. Ist, glaube ich, egal mit welchem Tool, ne? Oh, oh. Oh, cool! Das hat die Sichel nicht gemacht. Oh. Ah, oh. Interessant. Ungi-Fiber. Okay. Und jetzt? Da ist noch einer. Also es ist Pre-Alpha. Nicht wundern, dass es keine Sounds gibt. Also echt nicht wundern. Das ist halt so. Nein. Boah. Okay. Tab. Was soll ich denn machen? Okay, Wedge. Stamina Consumption plus 100. Ja, okay, interessiert mich nicht. Gibt's, glaube ich, noch nicht. Attack Speed minus 20. Okay, das könnte es geben. Hydrated, maximal Health plus 25. Okay. Ah, die maximal Health ist das, was das nur betrifft. Es ist nicht so, dass es die. Dass es einen heilt, oder? Kann das sein? Ich dachte, es heilt vielleicht irgendwie. Okay, das ist sehr ungünstig. Okay. Da sind ja noch mehr. Hallo, Jungs und Mädels und Pilze. Und hast du nicht gesehen? Exhausted. Okay, wie kann ich denn überhaupt schlafen? Das ist schön. Exhausted, ja. Oder halt einfach weniger machen. Eine Zeit lang oder so. Oh, hallo. Machen wir dich zuerst. Hat er gerade irgendwas auf mich geworfen oder so? Okay. Ah, okay, das ist ja perfekt. Oh, der ist ja dumm gespawnt. Alles klar, gut. Okay, schade. Also hier wären halt Sounds richtig cool. Vor allem bei den Schmodder, der da rauskommt. So. Ist Bescheid, ne? Au! Ah, hallo? Geht's noch? Aua! Okay, gut. Ah! Okay, und dann wird die Insel schön. Also schön. Schön ist relativ, aber. Aha. Okay. Schade, dass er nicht automatisch das richtige Werkzeug nimmt, wenn er schon weiß, dass das das Falsche ist. Also, wenn man es halt hat, ist hier klar. Okay, so. Ist ja auch eine schöne Insel eigentlich an sich, muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Sieht schön aus. Sieht super schön aus. Und hier oben irgendwo war doch dieser Stein. Was? Nein, da. Under the stars, our fate was safe out at last. Our fate was safe at last. Okay, wie auch immer. Her damit. Ein Bett. Gut. War das da die Insel, die mir so gefallen hat? Oder war das eine andere?
Man kann hier auch Inseln eben selber machen. Genau. Oh nein, wieso jetzt? Okay. Ich sag Dankeschön fürs Zugucken. Ich muss mal eben zur Tür und wir haben eh genügend Zeit schon drauf auf der Uhr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.